Euch allen einen schönen guten Abend, ganz besonders natürlich an Rainer Bonnet, der ja schon häufiger hier bei uns gewesen ist als Gast und Teilnehmer und Mitdiskutant. Heute soll es um Mobilität, Grundeinkommen und Armut gehen. Wenn, wie wir das in der AG tun, viele unserer Teilnehmenden hier ja auch, beim Grundeinkommen nicht nur als eine Geldzahlung versteht, sondern im Kern als die Möglichkeit eines guten und an der Gesellschaft teilnehmenden Lebens, dann braucht man nicht nur Geld für dieses Leben, sondern man braucht auch gesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten. Stehen die umsonst zur Verfügung, braucht man weniger Geld. Stehen die nicht umsonst zur Verfügung, braucht man mehr Geld. Und in der Regel haben die Armen heute das nicht zur Verfügung. In der Regel decken die Transferleistungen, gesellschaftliche Teilhabe nur sehr ungenügend ab. Rainer Bonnet hat selber Erfahrung mit Erwerbsarbeitslosigkeit und damit mit beschränkten Einkommen, ist vom politischen Engagement und von der beruflichen Ausbildung her Eisenbahner und Eisenbahngewerkschafter, also jemand, der sich mit Mobilität auskennt. Und insofern haben wir ihn zu diesem Thema heute gebeten. Bitte, Rainer. Ja, vielen Dank, Werner, und einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich darf mich noch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen. Ich bin 65 Jahre alt, verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, bin jetzt seit mittlerweile knapp 3 Wochen glücklicher Rentner, um es mal so zu sagen. Bin am 1. Mai nach knapp 50 Jahren Arbeit in Rente gegangen. Habe noch klassisch gelernt bei der Deutschen Bundesbahn, Mitte der 70er Jahre dort angefangen. Habe auch eine allumfassende Ausbildung genossen. War auch Beamter. Das ergab sich zwangsläufig damals, wenn man bei der Bundesbahn anfing und in betriebsrelevanten Funktionen beschäftigt war, wurde man zwangsläufig Beamter. Man konnte eigentlich gar nichts dagegen tun. Bin dann 1999 freiwillig aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden und habe ein privates Eisenbahnunternehmen gegründet, habe das 15 Jahre lang geleitet und bin dann allerdings zu meiner Überraschung und zu meinem Trübsal, um das mal so auszudrücken, 2015 arbeitslos geworden. Ein Zustand, den ich mir, muss ich ehrlich sagen, nie hätte vorstellen können. Also der Begriff Arbeitslosigkeit, ich kannte den zwar. Aber dass mich das selbst mal betreffen würde, hätte ich nie für möglich gehalten. Und 2015 gab es ja noch dieses klassische Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2 System. 18 Monate lang bekam ich Arbeitslosengeld 1. Das war noch eine einigermaßen erträgliche Situation. Und dann wurde ich nach 18 Monaten ins Arbeitslosengeld 2 heruntergestuft, landläufig Hartz IV. Diesen Begriff gibt es ja jetzt offiziell nicht mehr. Jetzt nennt sich die Geschichte Bürgergeld, obwohl wir alle wissen, dass sich das nur marginal von Hartz IV unterscheidet. Und dann wurde es knapp mit dem, was man so täglich machte. Denn ich muss einflechten, dass ich auch während meiner Arbeitslosigkeit nicht morgens bis 10, 11 oder 12 im Bett gelegen habe, sondern mein ehrenamtliches Engagement verstärkt habe. Ich habe schlicht und einfach für mich die Entscheidung getroffen, ich arbeite weiter, aber ehrenamtlich. Ich habe auch immer erzählt, was machen Sie denn so? Wo arbeiten Sie? Habe ich den Menschen, die mich gefragt haben, gesagt, ich arbeite ehrenamtlich. Und das werdet ihr sicherlich wissen, dass viele Menschen, die sichere Arbeitsverhältnisse haben, überhaupt nicht realisieren, dass ehrenamtliche Arbeit auch schlicht und einfach Arbeit ist. Das ist Arbeit, die für unsere Gesellschaft unabdingbar notwendig ist, sonst würde sie auseinanderbrechen. Das wissen wir alle. Und das ist auch anstrengend teilweise und kann auch verantwortungsvoll sein, gar keine Frage. Das soll aber nicht das Thema des heutigen Abends sein, sondern das Thema des heutigen Abends ist, wie gestaltet man denn als Arbeitsloser, der dann auch rein statistisch betrachtet als arm gilt, seinen Lebensunterhalt? Wie nimmt man dann weiterhin an den Aktivitäten der Gesellschaft teil? Dieser berühmte Begriff Teilhabe,
der in allen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und anderer Gerichte immer auftaucht, so nach der Devise, wie können Menschen adäquat an gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben? Und diese Teilhabe ist zum Großteil ja kostenpflichtig. Die fängt schon damit an, wenn man sich an eine Bushaltestelle stellt und auf einen Bus wartet. Diesen Bus kann man nicht kostenlos benutzen, sondern braucht eine Fahrkarte. Diese Fahrkarte kostet Geld. Wenn man ins Theater geht, braucht man eine Eintrittskarte. Wenn man ins Restaurant geht, muss man eine Rechnung bezahlen. Wenn man Medien konsumiert, bei den elektronischen Medien ist das teilweise recht, sage ich mal, knackig organisiert, aber es kostet auch Geld. Wenn man eine Zeitung abonniert hat, kostet die Geld. Wenn man Medien online konsumieren möchte, kostet das ebenso Geld. Geld, was man als Armer schlicht und einfach nicht hat. Und diese Mini-Beträge, die auch immer noch im Rahmen des Bürgergeldes für die sogenannte Teilhabe vorgesehen sind, sind ja schlicht und einfach ein Witz. Das wissen wir alle. Denn damit kann man eine vernünftige, menschengerechte Teilhabe gar nicht organisieren. Um das im Beispiel bei der Mobilität mal deutlich zu machen, damals 2015 gab es noch kein Deutschland-Ticket. Es gab auch noch kein 9-Euro-Ticket. Wir waren weit davon entfernt. Ich wohne und lebe in Bonn und damals gab es ein Monatsticket, beziehungsweise es gab auch Einzelfahrscheine, die man als Arbeitsloser kostengünstiger erwerben konnte als die normalen Fahrausweise. Die waren etwa ein Drittel billiger als die normalen Fahrausweise. Die Eintrittskarte zu diesen verbilligten Tickets war der sogenannte Bonn-Ausweis. Etwas Vergleichbares gibt es auch in anderen Städten Deutschlands. Also alle Menschen, die Sozialleistungen beziehen, bekommen in Bonn mittlerweile automatisch diesen Bonn-Ausweis. Der wird von der Stadt Bonn finanziert. Und dann kann man vergünstigte Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr erwerben, bekommt in Museen, teilweise auch in Theater etc. pp. Vergünstigte, verbilligte Eintritte. Diese Ermäßigung beträgt roundabout etwa ein Drittel, manchmal auch 50%. Das kommt ganz darauf an, wie hoch die Kommunen diesen Ausweis bezuschussen. Bezogen bei der Kultur, das habe ich gerade erwähnt, gibt es das auch. Also es gibt in Bonn Theater, auch private Theater, die einen ermäßigten Eintritt für arme Menschen anbieten. Bei den Medien gibt es sowas nicht. Also mir ist bisher noch kein Medium bekannt, was irgendeinen Rabatt für Menschen im Angebot hätte, damit man weiterhin Medien konsumieren kann, wenn man ein bestimmtes Einkommen nicht überschreitet. Also da Medien ja mittlerweile auch ihre Rolle ganz anders verstehen, selbst öffentlich-rechtliche Medien haben zwar einen Informationsauftrag, aber sie unterliegen ja auch dem Wettbewerb. Das ist, sage ich mal, ein Grundfehler in dieser Struktur. Mit der Taz, das nehme ich, sage ich mal, interessiert zur Kenntnis. Vielen Dank, das wusste ich nämlich bisher gar nicht. Es gibt noch andere Bereiche. Touristik spielt auch eine Rolle. Also ich bin mit meiner Frau in den 4 Jahren, in denen ich arbeitslos war, nicht in Urlaub gefahren, weil wir uns den Urlaub schlicht und einfach nicht leisten konnten. Wir hätten uns die Bahnfahrkarte nicht leisten können und eine Unterbringung am Urlaubsort hätten wir uns auch nicht leisten können. Und in dem Zusammenhang kommt natürlich das bedingungslose Grundeinkommen dann ins Spiel, was ja neben dem schnöden Geld, was man jeden Monat bekäme, auch diesen Teilhabeaspekt inkludiert. Denn es ist ja ganz wichtig, dass Menschen, die nicht genügend Geld zur Verfügung haben, nicht aus dieser Gesellschaft ausgegrenzt werden und damit auch jeglichen Kontakt verhindern, vereinsamen unter Umständen, nicht mehr an der Gesellschaft teilhaben können, noch nicht mal die Chance haben, mit Politikerinnen und Politikern von Angesicht zu diskutieren, ja, weil man da schlicht und einfach nicht hinfahren kann. Und insofern ist es wichtig, diese Menschen auch gleichberechtigt zu sehen, denn die meisten sind ja nicht aus Jux und Dollerei arbeitslos geworden, denn die Arbeitslosigkeit resultiert aus vielen Gründen, Firma pleite gegangen, Chef hat einen rausgeschmissen, Strukturwandel, Krisen, Inflation, was auch immer, die dazu führen, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Also infolgedessen
muss man das immer unter diesem Aspekt sehen. Und deswegen hätte ein bedingungsloses Grundeinkommen, und die Bedeutung liegt dann wirklich auf dem Wort bedingungslos. In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass Christian Lindner, unser werter Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzender, ja das Bürgergeld immer als bedingungsloses Grundeinkommen bezeichnet. Der Herr möge mal bitte die Bedingungen lesen, die das Jobcenter macht, um das Bürgergeld beziehen zu können. Das ist nicht bedingungslos, das wissen wir alle. Also ich habe während meiner Arbeitslosigkeit seitenweise Schreiben vom Jobcenter bekommen, 7 Seiten, 8 Seiten, 9 Seiten, 10 Seiten, wo minutiös dargelegt war, welche Unterlagen ich nachweisen musste, bis hin zum Bargeldbestand meines Portemonnaies. Und das empfand ich durchaus auch als diskriminierend, denn der Bargeldbestand im Portemonnaie, das wisst ihr alle, der kann sich sekündlich ändern. Ja? Wenn ich jetzt schreibe, ich habe 3,80 € im Portemonnaie, kann ich eine Stunde später 30,80 € im Portemonnaie haben. Aber genau das wurde beim Jobcenter abgefragt. Und deswegen ist es auch wichtig, aus dieser, sage ich mal, Tretmühle herauszukommen, denn das belastet natürlich. Dadurch, dass ich auch eine Verwaltungsausbildung habe, konnte ich mit diesen Schreiben des Jobcenters auch einigermaßen umgehen. Ich wusste die zu handeln, konnte die auch lesen und interpretieren. Viele Menschen können das gar nicht, müssen dann Hilfe in Anspruch nehmen. All das würde ja, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen bekäme, wegfallen. Und deswegen ist dieses bedingungslose Grundeinkommen für mich persönlich und wahrscheinlich auch für unsere Gesellschaft eigentlich die Eintrittskarte dafür, dass man in diesem Extremfall, in dem man arbeitslos wird, keine Arbeit hat, nicht ins Bodenlose fällt und weiterhin teilnehmen und teilhaben kann. Weil sich durch diese Teilhabe ja auch Chancen ergeben. Chancen dergestalt, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, Chancen dergestalt, mit Menschen Konzepte zu entwickeln, mit Menschen zusammenzukommen, mit Menschen zu lachen, zu weinen, sich auszutauschen, Spaß zu haben, alles das ist ja in diesem Begriff Teilhabe enthalten. Und unsere Gesellschaft hat ja glücklicherweise so unendlich viel zu bieten, aber leider kostet das meiste Geld. Und es kostet ganz banal Geld, um an einen anderen Ort zu kommen. Wir haben jetzt durch das Deutschland-Ticket eine zugegebenermaßen andere Situation. Das kostet bekanntlich 49 €, wird deutschlandweit angeboten. Die 49 € muss man als Arbeitsloser aber auch haben. In Bonn kostet dieses Ticket für Menschen, die arbeitslos sind, 10 € weniger. Die Stadt Bonn bietet das für 39 an. Die 10 € finanziert die Stadt. Das ist ein politischer Beschluss des Stadtrates gewesen. Und das Ticket ist genauso gültig wie jedes andere 49-Euro-Ticket auch. Das ist zumindest mal ein Ansatz, ist auch punktuell kostengünstiger zu gestalten. Bei der Deutschen Bahn, bei der ich lange, lange Zeit gearbeitet habe, gibt es nichts Vergleichbares. Die Deutsche Bahn bietet keine Sozialtarife an, wie auch ein auf Aktien basiertes Wirtschaftsunternehmen, was schwarze Zahlen schreiben muss, kann wahrscheinlich solche Tarife schlicht und einfach nicht anbieten. Also eine Sozialbahncard oder wie auch immer gibt es nicht. Infolgedessen wäre das auf jeden Fall ein Bereich, der auch durch das bedingungslose Grundeinkommen abgedeckt werden könnte. Und deswegen plädiere ich wirklich sehr stark dafür. Ich rede auch mit allen möglichen Leuten darüber, welche Chancen das bietet. Und was mir ganz wichtig ist, und das möchte ich auch zum Abschluss sagen, zum Abschluss sage ich deswegen, weil ich diese 15 Minuten irgendwie im Kopf habe, die der Referent in der Regel hat, und ich sehe gerade auf meinem PC, dass wir jetzt 18:15 Uhr haben, dann haben wir noch ausreichend Zeit, darüber zu diskutieren. Es ist ganz wichtig, möglichst vielen Menschen zu erklären, wie die Situation eines Arbeitslosen in Deutschland ganz konkret aussieht. Denn wer in einem festen, sicheren Job ist, kann sich das schlicht und einfach nicht vorstellen. Und die persönliche, sage ich mal, Betroffenheit, die kann nur jemand wecken, der bereit ist, auch über seine Situation zu sprechen. Ich bin jemand, der mit seinem Schicksal sehr offen umgegangen ist. Das mag ungewöhnlich klingen, aber was hätte ich denn zu verlieren gehabt? Mein Vermieter wusste das auch. Den interessiert nur eins, dass er pünktlich seine Miete bekommt. Und die wurde vom Jobcenter bezahlt.
Dass ich keine Arbeit hatte, interessierte den nicht, denn er wusste genau, das Jobcenter zahlt die Miete von dem Wohnet. Also infolgedessen war das kein Problem. Aber in anderen Bereichen, ihr kennt das, in gesellschaftlichen Bereichen werden Arbeitslose immer noch ausgegrenzt und stigmatisiert. Und das wäre bei einem bedingungslosen Grundeinkommen anders. Denn dann würde sich ja am täglichen Leben höchstwahrscheinlich nicht so sehr viel ändern. Man hätte viel mehr Zeit, sich auch seinen, sage ich mal, seinen Bedürfnissen nachzugehen. Gesellschaftliche Teilhabe ist im Grunde genommen fast das Wichtigste, was unsere Gesellschaft bieten kann. Sie muss allen Menschen in Deutschland diese Teilhabe ermöglichen, egal wo sie herkommen, egal welche Religion sie haben, egal welche Schulausbildung und welches Studium sie haben. Alle Menschen brauchen diese Teilhabe. Das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach auch entsprechend entschieden. Und infolgedessen wünsche ich mir, dass die Eintrittskarte zu dieser bedingungslosen Teilhabe, um das mal so auszudrücken, die durch ein bedingungsloses Grundeinkommen geleistet würde, nicht mehr so sehr lange auf sich warten lässt. Ich weiß, wie schwierig es ist, durchzusetzen, aber ich würde es mir sehr wünschen, nicht zuletzt auch für Menschen, die sich nicht selbst helfen können. Also wir alle sind, sage ich mal, so weit gesettelt, dass wir uns in gewisser Weise selbst helfen können. Aber ich habe in meinem Bekanntenkreis viele, die mich dann auch gefragt haben, ich habe ein Schreiben des Jobcenters mit 8 Seiten bekommen, kannst du mir das mal verständlich erklären? Also ihr kennt diese Schreiben alle, ja, die verklausuliert, juristisch möglichst abgesichert, weil niemand im Jobcenter hat Lust, sich vor Gericht zu treffen. Das sind alles Textbausteine, die man da wiederfindet. Kein Sachbearbeiter schreibt so ein Ding mehr selbst, sondern mittlerweile wird da auch KI eingesetzt, also künstliche Intelligenz. Also infolgedessen sitzt man da einem Apparat gegenüber, dem man irgendwo ausgeliefert ist. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn das an einem bestimmten Tag politisch in den Papierkorb geworfen würde, und wir uns um wichtigere Dinge zur Erhaltung unseres Planeten und unserer Gesellschaft kümmern könnten als um solche. Vielen Dank.